Zur besseren und übersichtlicheren Gestaltung von Tabellen in Excel bietet sich eine Möglichkeit an, mit Hilfe der man in der Lage ist, Tabellen optisch ansprechender zu gestalten und vor allem auch Inhalte komfortabler und schneller zu verwalten. Die Vorgehensweise ist relativ einfach. Ich wähle in diesem Zusammenhang erstmal den Tabellenbereich aus, den ich gerne als sogenannte Tabelle innerhalb des Tabellenblattes darstellen möchte. Anschließend klicke ich auf die Registerkarte einfügen und ganz links vorne bei Tabellen findet man auch den Schalter für Tabelle. Durch einen Klick darauf erkennt das Programm den zusammenhängenden Tabellenbereich und schlägt diesen für diese Tabellenbearbeitung vor. Dass die erste Zeile als Überschriftenzeile enthalten ist, wird in der Regel auch automatisch erkannt. Anschließend bekomme ich sofort diese Tabelle in zweifarbiger Darstellung, um die Zeilen besser unterscheiden zu können. Zusätzlich hat das Programm mir für diesen Zweck jeweils hinter den Feldbezeichnungen entsprechende Listenschaltflächen im Angebot, die ähnlich wie beim Autofilter für Selektieren von Daten und Zeilen entsprechend genutzt werden können. Beispiel hier, ich wähle aus dem Bereich Ravensburg etwas aus, Schaltfläche OK. Die Liste schränkt sich auf diese Datenmenge entsprechend ein. Möchte ich alle wieder sehen, funktioniert wie beim Autofilter. Habe ich sofort alle Daten wieder sichtbar. Möchte ich die Liste um eine Spalte erweitern, auch kein Problem. Ich platziere den Zellzeiger direkt in der Nachbarspalte hinter dem letzten Eintrag und werde dort eine Bezeichnung einsetzen. Provision. Sehen nach dem Bestätigen durch Drücken der Eingabetaste wird sofort diese Spalte zugehörig zur Tabelle erkannt und mit den zweifarbigen Inhalten für die Zeilen jeweils dargestellt. Jetzt möchte ich auch noch eine Provision berechnen lassen, wenn ich die Spalte so schon definiert habe. Hierzu verwenden wir eine einfache Formel. Ist gleich. Die Provision errechnet sich aus dem Nettoumsatz, den ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin erreicht hat. Sie sehen auch, die Schreibweise ist hier in dieser Tabellendarstellung anders. Es wird direkt auf die Spalte Netto und die dort stehende Zeile Bezug genommen, nicht mehr wie üblich sonst mit einer Zelladressierung. Multipliziert mit. Die Mitarbeiter bekommen alle 5,0% als Provision, Enter- oder Return-Taste und sofort wird auch für alle nachfolgenden Zeilen diese Formel übertragen. Das ist also auch eine Erleichterung für uns. Möchte man jetzt im Schnellen auch noch wissen, wie hoch war denn aufgelaufen die Gesamtprovision oder der Netto- oder Bruttoumsatz, lässt sich über die jetzt dargestellten Tabellen-Tools im Bereich Entwurf die Ergebniszeile einblenden. Ein Klick genügt und sofort kann ich unten die entsprechenden Daten ablesen. Beispiel hier beim Umsatz, hier würde mich auch die Gesamtsumme interessieren.